Ich schaffe es nicht zu beten. Das Gebet fällt mir sowas von schwer. Ich will eigentlich beten, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich das Gebet in meinen Tag integrieren soll. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, vielleicht wird sich deine Einstellung zum Gebet nach diesen Worten verändern. Für viele ist das Gebet einfach nur eine Pflicht. Und jede Pflicht ist eine Last. Aber ich verrate dir etwas. Das Gebet ist nicht einfach nur eine Pflicht. Nein, es ist viel mehr als das. Das Gebet ist das größte Geschenk, was Allah Ta'ala der Menschheit gegeben hat. Das größte Geschenk, und das meine ich auch so. Das Gebet ist eine Gnade. Allah hat extra unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sich bestellt, um ihm dieses Geschenk für seine Gemeinschaft zu übergeben, dass sie direkt vor ihrem Schöpfer stehen dürfen. Es ist nicht selbstverständlich, dass du einfach so Audienz erhältst bei Allah, dem Rabbil Alamin, dem Herrn dieses Universums. Du kannst einfach so vor deinem Schöpfer stehen, mit ihm reden. Du musst nicht extra zu einem Mittelsmann, zu einem Geistlichen gehen. Du musst nicht zu einem Götzen gehen, ihm Opfer darbringen, damit du mit Allah, deinem Schöpfer, reden darfst. Nein, du kannst dich direkt vor Allah stellen. Und Allah, er wird dir antworten. Ja, er wird dir antworten. Unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat gesagt, dass Allah sagte, ich habe das Gebet zwischen mir und meinem Diener in zwei Teile aufgeteilt. Wenn also mein Diener sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dann antwortet Allah und er sagt, mein Diener hat mich gelobt. Und wenn er dann sagt, Ar-Rahman Ar-Rahim, stell dir das vor, du sagst Ar-Rahman Ar-Rahim, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Allah antwortet dir, indem er sagt, Athna alayya abdi, mein Diener hat mich gelobpreist. Und wenn du daraufhin sagst in deinem Gebet, Maliki yawmiddin, dem Herrscher am Tage des Gerichts, dann antwortet dir Allah direkt. Und dann sagt, Majadani abdi, mein Diener hat mich gerühmt. Und wenn du dann daraufhin sagst, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, dir alleine dienen wir und dich alleine bitten wir um Hilfe, dann wird Allah dir antworten und sagen, das ist zwischen mir und zwischen meinem Diener. Und mein Diener soll erhalten, was er möchte. Und jetzt kannst du Allah bitten. Und du bittest Allah direkt mit den Worten, Ihdina as-sirat al-mustaqim, leite uns den geraden Weg bis zum Ende der Sura. Und Allah Ta'ala, er wird antworten, das ist für meinen Diener. Und mein Diener soll erhalten, worum er mich gebeten hat. Ja, Allah, er redet mit dir. Er antwortet dir. Allah liebt es, dass du vor ihm stehst. Ja, Allah, er erinnert sich sogar daran. Fünfmal am Tag. Er erinnert dich daran. Durch den Adhan. Er erinnert dich daran, dass du Muslim bist. Indem er nämlich den Gebetsrufer aussprechen lässt. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Er erinnert dich an das Gebet. Indem er nämlich sagt, Hayya ala salah, hayya ala al-falah, komm zum Gebet. Komm zum Erfolg. Im Gebet liegt dein Erfolg. Allah will mit dir reden. Allah will dir deine Sorgen nehmen. Allah will, dass du ihm all deine Probleme anvertraust, weil er dich so sehr liebt. Und jetzt stell dir vor, du sagst zu Allah, oh Allah, ich habe keine Zeit. Er bietet dir an, dich von deinen Sünden reinzuwaschen, dir all deine Sorgen zu nehmen, all deine Wünsche zu erfüllen. Und du sagst, oh Allah, ich habe keine Zeit. Oh Allah, ich habe Besseres zu tun. Er ruft dich und du blockst Allah. Du blockst Allah. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ist dir jetzt klar, was das Gebet bedeutet? Für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam und für seine Gefährten war das Gebet Ruhe.
eine Freude. Jedes Mal, kurz vor der Gebetszeit, rief der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Gebetsrufer Bilal und er sagte zu ihm, Arihna biha ya Bilal, lass uns durch das Gebet zur Ruhe kommen, o Bilal. Unser Prophet sagte, mir wurde meine Augenweide im Gebet gegeben. Und deswegen, ja, das Gebet ist eine Gnade, bevor es eine Pflicht ist. Ein Geschenk, bevor es ein Muss ist. Und abschließend, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, solltest du dir noch eine Frage stellen. Warum heißt du eigentlich Muslim? Was bedeutet es eigentlich, ein Muslim zu sein? Muslim zu sein bedeutet, Gott ergeben zu sein. Und kann ich wirklich Gott ergeben sein, wenn ich Allah blocke? Wenn ich zu Allah Nein sage? Oder sage, oh Allah, es gibt Wichtigeres als das Gebet. Mach dir Gedanken darüber und du wirst merken, dass das Gebet dir leicht fallen wird. Und dass du irgendwann einmal gar nicht mehr ohne das Gebet kannst und dass du es kaum erwarten kannst, bis endlich die Gebetszeit beginnt, damit du dich reinwaschen kannst, damit du deine Sorgen loswerden kannst, damit du dich von deinen Sünden befreien kannst. Schließen wir ab mit diesem schönen Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns aufzeigte, was das Gebet mit uns macht. Und er sagte zu seinen Gefährten, stell dir jetzt vor, du hast einen Fluss direkt vor deinem Haus und du badest in diesem Fluss 5-mal am Tag. Würdest du noch irgendwie Schmutz an deinem Körper haben? Oder stinken? Oder riechen? Der Prophet stellte genau diese Frage und sagte, nein, o Gesandter Allahs. Und so ist es auch. 5-mal am Tag duschen, dann bist du sauber. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und genauso ist es auch mit den Gebeten. Wenn man 5-mal am Tag betet, dann bleibt von den Sünden nichts übrig. Du wäschst dich. Möge Allah unsere Liebe zum Gebet stärken. Möge Allah ta'ala unsere Augenweide, unseren Augentrost und unsere Freude im Gebet sein lassen. Möge Allah jedem Einzelnen von uns die Kraft geben, diese Liebe zum Gebet zu entwickeln. Amin, Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.